Unsere Geschichte beginnt an der Astralakademie, der größten Zauberschule im Königreich. Die Akademie bewahrte viele magische Geheimnisse. Und die Zauberer hatten geschworen, sie zu hüten. Eines Tages versuchte ein schreckliches Monster, das Eingangstor zu durchbrechen. Lasst mich rein! Wie seltsam! Das Monster ist immun gegen unsere Magie. Nach allem, was hier in letzter Zeit vorgeht, glaube ich allmählich, dass wir Hilfe von außen benötigen. Ich werde frei sein. Lasst uns Hilfe holen. Wir brauchen unsere Helden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Trine 3. Mit dabei bei der heiligen Dreifaltigkeit, wie auch schon in den letzten, bei den letzten Malen, der Sender, der Didas Sender, auch Beate genannt. Ich weiß, das verzeiht er uns immer noch nicht. Und natürlich auch der Shadowrunner. Ja, wir sind die Helden, hallo. Nicht Beate genannt. Ich muss noch mal eben einmal ganz kurz, ich hatte es zwar schon angepasst, aber die Musik ist mir immer noch zu laut. Ich finde, jetzt haben wir nochmal die Charaktere, weil das hier nicht früher mit 1, 2, 3... Ja, ich könnte mir aber vorstellen, ihr seid... So ein Rockflittchen. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass es gleich erst im Level ist, weil das hier vorne ist nur der Level-Auswahlbildschirm, wo man dann rüberläuft. Und da vorne sieht man, wir brauchen zum Beispiel 30 Kristalle, um in den nächsten Level dann weiterzukommen. Das Gute ist, dadurch, dass wir den Sender dabei haben und wir hier 50 sammeln können, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß. Das Königreich steckt in Schwierigkeiten. Wer könnte da helfen? Aber natürlich die drei Helden aus unserer Geschichte. Amadeus, Pontius und Soja. Früher hatten die drei ein ganz normales Leben geführt. Habt ihr das gehört? Soja, nicht Beate. Das Schicksal ganzer Königreiche. Zumindest nicht, bis ein schicksalhafter Fund ihr Leben für immer veränderte. Denn sie fanden den Trine, das Artefakt der Seele. Ja, das ist ein Fehler. Ja, Amadeus, Pontius und Beate. Damals steht bei mir. Pontius, da hast du irgendwie einen Pass. Ein Ritter und Beschützer des einfachen Volkes mitten bei der Arbeit. Er verfolgte einen Dieb, der einer armen Bauernfamilie ein Schaf gestohlen hatte. Dieser Tunichtgut muss sich hier irgendwo verstecken. Ich werd ihn kriegen. Sonst will ich nicht länger Pontius der Mutige heißen. Wir könnten auch als Sigmar Gabriel Double-Gruppe durchgehen. Ja. Also was... Ich höre mir da gerade durcheinander. Ja, was die größte Neuerung ist, nicht wundern, dass wir alle gerade Pontius spielen, das ist wahrscheinlich nur in der Einführung so. Ja, total. Was die größte Neuerung ist, das Spiel ist, ihr seht es ja schon, es ist dreidimensionaler geworden. Ja, also ich glaube, es ist eher so eine Art... 2,5D. Ja, also manchmal gibt es halt die dritte Dimension. Ich würde sagen, wir zerstören hier mal möglichst viel und gucken, dass wir, wenn es geht, möglichst viele der Kristalle mitnehmen, weil wir brauchen ja eine gute Anzahl. Echt, kann man die nicht kaputt machen? Also die Kugel da, man kann die anstoßen und dann fliegt sie weg. Die Wassermelone. Sehr, sehr groß. Ja, wer hat die größten Melonen? Also, Sander, bei mir hat aber wirklich gesagt, Pontius, Amadeus und Beate. Echt, ganz sicher. Kannst du ja gerne in der Aufnahme anhören. Ja, werde ich machen. Ich glaub dir kein Wort. Ah, da oben sind Kristalle. Bald kommt man doch ein Schild hochhalten, damit die Leute draufspringen, ne? Ich hier aber gerade noch nicht. Ja, das braucht man wahrscheinlich auch noch nicht. So. Oh, an das. Bei dem muss man sich aber echt ein bisschen gewöhnen. Ja, wie gesagt, da kommen wir auch wieder schnell drauf. Wir waren ja damals alle so ein bisschen vom ersten Teil enttäuscht. Wir hatten ja erst den zweiten gespielt, danach erst den ersten, was ja auch unter anderem daran lag, dass der erste erst dann später erst sozusagen auch für den nicht lokalen Multiplayer freigegeben war. Hier sind doch bestimmt Kobolde in der Höhle. Ich hab's nicht geschafft. Ich auch nicht.
wie ihr wieder nichts könnt. Ja, ich bin gerade noch nicht ganz sicher, wie das am... Ach, ich bin der hier vorne. Ich denke auch gerade die ganze Zeit, ich bin der falsche Pontius. Shadow, du bist der... Ja. Du weißt, welcher Pontius du bist, ne? Ja. Und jetzt nochmal A drücken. Dann müsstest du hochklettern. Ich hab nochmal D gedrückt. Echt gewöhnungsbedürftig. Melone, glaube ich, da zum Rand schubsen. Ja, ihr müsst die Melone an die Wand schubsen. Und ich vermute... Ich habe da oben gerade schon mal mir so ein Steinchen geholt. Nein, die hat mich wieder runtergeschoben. Oh, wir haben auch jetzt die Kiste runtergeschoben. Das war clever. Ach, die braucht man sicherlich nicht. Doch, glaube ich auch nicht. Um da oben ranzukommen. Wie macht man denn nochmal sein Schild nach oben? Geht anscheinend noch nicht. Noch nicht gelernt. Wir können auch nicht aufeinander... Ah, okay, aber du kommst da durch einen Sprung hin. Also einer. Ja, man kann sich jetzt an Kanten festhalten. Da oben habe ich ein riesen Ding. Damit meine ich machen. Das scharf, dann lass ich dich gehen. Oh, aber das ist doch mein Schaf. Ihr müsst mich da weg, du lumpiger Dieb. Echt? Seid ihr sicher, dass hinterher springen so eine gute Idee ist? Vor allem... Ja. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ah, jetzt hält man dann das Schild, okay. Ihr solltet außerdem auch echt immer gucken, dass ihr die ganzen Kisten kaputt macht. Da oben war nämlich gerade noch ein Kristall drin. Nicht so schnell auf. Doch, solange du ihn gefunden hast... Okay, dann müssen wir da jetzt nach links. Ja, das Spiel wurde teilweise nicht ganz so... Soll wohl nicht ganz so geil gewesen sein wie die anderen Teile. Ja, ich glaube, der größte Kritikpunkt war, dass sie sich ein wenig quasi übernommen haben mit dem, was sie vorhatten, mit der Umsetzung auf 3D. Ja. Und dann irgendwann gemerkt haben, das sieht ja schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Wir können das nicht so lange machen, wie wir wollen. Noch nicht runtergehen. Achso, da macht er gerade noch irgendeinen anderen Kram, okay. Noch nicht runtergehen, weil hier oben sind noch Kristalle. Wie gesagt, unser Ziel sind 30, brauchen wir auf jeden Fall. Oh. Ja, ich habe ja extra geschaut, ob da was in den Kisten. Ja. Gut, dann können wir wohl jetzt runtergehen. Die Lampe, die leuchtet da nur so komisch, ne? Ja, was Lampen halt so machen. Also bisher gefällt es mir ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie es dann später umgesetzt. Also... Ja, aber es ist halt wirklich, ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass diese... Ja, also... Womit kann man es am ehesten vergleichen? Früher war es ja eigentlich Lost Vikings. Und jetzt, also dieser 3D-Teil, sowas wie Super Mario Galaxy und sowas, die habe ich echt tierisch gern gemocht. Die ganzen Teile. Nicht gerade robust. Ich glaube, das müssen wir da... Ah, ja. Was nach, Das war... Geht so. Ich habe jetzt gedacht, wir müssen recht die Wand kaputt machen. Ja, müssen wir vielleicht... Machen wir doch einfach die Wand komplett kaputt. Machen wir alles kaputt, ja. Geht's da schon irgendwo weiter? Rechts. Geht's, glaube ich, weiter? Nee, man kann da noch mehr kaputt machen. Erstmal. Und erstmal machen wir auch mehr kaputt. Wir wollen ja... Das finde ich aber cool mit dem Ansturm. Man darf nur nicht falsch rennen. Ja, ich muss nochmal in die Einstellung rein. Ich muss das Spiel nochmal wieder einen Tick. Ich finde den Trine ziemlich ungerecht, weil unser Abenteuer nur auf wir sollten das einmal anhalten und dann gezielt nach rechts bitte. So. Ja, warum dafür anhalten? 32, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall genug. Ah, jetzt kann man das mal auf den Schild... Hier, jetzt wird einem das beigebracht, Schild nach vorne halten, um die Feuerbälle abzuwehren. Oder Schild in eine Richtung halten. Irgendwer ist da runtergefallen. Nicht, das war ich. Ich bin erstmal. Warum, Sender? Wie kommen wir denn... Ah, hier. Nee, hier, so. Ah. Ach, dann siehst du uns jetzt wahrscheinlich, ne?
Yep. Dann wollen wir dich ja auch stolz machen auf dein Team, was auch immer. Ich glaube. Und der nächste ist tot? Ja, das war ich. Und ihr müsstet jetzt wieder da sein, weil ich habe den Speicherpunkt erreicht, ganz alleine. Ja. Um es mal eben zu sagen. Aber zu eurer Entschuldigung, ihr habt ja auch nie den Dicken so viel gespielt wie ich. Richtig. Was macht ihr da alle? Oh, ich kann da so outen. Es sah gerade interessant aus, wer auch immer hier an diesem Teil hier oben hing. Der hing bei mir gerade nicht wirklich dran, sondern der hing bei mir in der Luft. Ich denk immer in der Luft. Ja. Wie komme ich jetzt auf das Ding hier drauf? Am besten einmal über den Boden. Wie kommen wir denn hier rauf? Oh, hier das noch nicht kaputt machen. Würdet ihr auf mich warten? Ja. Ich habe hier vorne nur gerade mal eben ein paar Extras geholt. Ich habe nämlich gerade so gar nicht. Der Sender hat da hinten schon das Extra geholt und dann... Okay, da bist du. Und hier haben wir den Schafdieb oder was auch immer. Doch nicht. Wo ist denn der? Hab's nicht gerade einen Text? Ich weiß nicht, hier wird so viel geschrien. Ja. Ja, ich schwebe mal unten lang. Oh, da geht eine Tür ja. auf. Wollen wir da rein? Nein, brauchen wir noch was. Ja, es kann sein, dass es zur Not auch hinten ist, aber... Gucken wir erstmal hier. Na, ich glaube, hier ist nichts mehr. Nein, das sieht nicht so aus. Okay, man kann die kleinen Wassermelonen außerdem auch schön kaputt machen. Das haben sie aber echt schön umgesetzt. Kommt mit mir zurück nach Hause! Verprügel den mal. Ich glaube, er ist schon. So. ich glaube, er schickt uns gleich seine Freunde. Ist die Familie. Wir hüpfen hier die ganze Zeit rum. Das ist, also das wird nachher im Spiel Gott sei Dank ein bisschen einfacher zu sehen, wer man ist, weil... Das Spiel zentriert ja schon immer auf einen, aber trotzdem, wenn man da drei Pontius sieht, ist es halt schon... Ja. Dir ist schon aufgefallen, dass die Farben markiert sind. Ja, natürlich, aber trotzdem. Ist einfacher, wenn man sich nur selbst sieht. Das war ihr Ende. Ich glaube, wir haben eins verpasst. Ja. Jetzt bist du frei. Wir haben auch nie behauptet, das wird ein 100% Spiel. Nicht? Wir können ja zur Not die Karte auch nochmal spielen, um das letzte zu bekommen. Dann Kontrollpunkte holen einen nur ein einziges Mal wieder. Wir hatten ja in den vorherigen, dass wir teilweise 10-mal wieder kamen. Aha, da geht's auch weiter. Okay. Achso, das sind dann einfach aber nur die späteren Level. Freigeschaltet, ja. Kann man auch schon sehen, ja. Wo es dann. Aber dass die Level aus. Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen überall immer ein paar mehr holen, könnte es sein, dass wir zum Beispiel auch mal ein Level auslassen können, oder wie soll ich das verstehen? Ah, so und vielleicht. Aus, ja. Aber wahrscheinlich ja. Gibt es ja auch Bonus-Level, oder? Die kleinen sind vermutlich sogar auch einfach Bonus-Level. Aber ist egal, wenn wir mit der Zeit sehen. Mal rausfinden. Und dann denke ich mal, spielen wir jetzt den nächsten Charakter. Während Pontius der stärkste und mutigste unter den Helden war, sah es bei Soria ganz anders aus. Soria verließ sich auf ihren Bogen und ihren Enterhaken, um sich Ärger vom Leib zu halten. Auch war sie auf ihre Art durchaus mutig, doch diese war eigennütziger und weniger ehrbar. Soria war schon eine Diebin, lang bevor sie zu einer Heldin wider Willen wurde. Doch in den letzten Jahren hatte sie immer weniger daran gefunden, ich bin die weite Beate. Zu bestehlen. Stattdessen interessierte sie sich für ferne Länder und deren alte, vergessene Ruinen und Schätze. Okay, dann spielen wir jetzt Beate, wie es ja gerade gesagt wurde. Okay, also Sender, ich glaube, du wirst hier echt Spaß haben, weil das glaube ich in 3D... Das ist vielleicht sogar mal ein bisschen anspruchsvoller. Wer ist denn gerade gestorben? Ach, der Shadow müsste gerade gestorben sein. Ich bin anscheinend hin über die Klippe gesprungen. Okay, ne, das war scheinbar... Aber wir wollen ja... Ah, da vorne war noch eins. Unser Ziel ist es ja, wie gesagt, wenn es geht, möglichst viele mitzunehmen. Auch wenn es mal nicht 100 sind. 100%, also alle sind.